Und es geht auch nach rechts. Jetzt ist der Punkt, wo ich keinen Bock mehr habe. Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Roblox Horror. Ihr alle habt drauf gewartet. Ich habe nämlich in meinem letzten Video ein Infovideo gemacht, wo ich gefragt habe, was ich als nächstes spielen soll. Und das wird auch mein allererstes Gameplay auf diesem Kanal. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo. Mit dabei ist Genghis. Was geht? Da würde ich sagen, starten wir mal direkt rein. Und zwar mit dem Tutorial Police Station. Let's go. Intro. Play with random people, play with friends, create game. Jetzt muss ich einladen. Oh Gott. Okay, ich starte das Spiel. Ladet. Hier soll sehr gut sein, habe ich gehört. Ich habe mir das vorher aber noch nicht angeguckt oder sowas. Das wurde von jemandem aus der Community empfohlen. If I'm getting called into work in the middle of the night, then it must be really important. At least it better be. Also er hat gesagt, wenn ich schon mitten in der Nacht angerufen werde. Perspektive? Ja, ja. Also er hat gesagt, wenn wir schon in der Nacht angerufen werden, dann muss es ja wohl wichtig sein, beziehungsweise er hofft, dass es wichtig ist. Okay, wir sind hier auf jeden Fall draußen. Gehe ins... Was haben wir eigentlich für ein Auto? Wir haben rote Scheinwerfer. Was sind das für Felgen eigentlich? Hat der Kennzeichen? Hat der Kennzeichen? Nein, natürlich nicht. Nein, er hat kein Kennzeichen. Oh, was steht denn hier so drin? Roblox Kennzeichenwerfer. Oh, was ist das denn? Die Farbe ist hässlich. Ich kann sogar drauf. Ey, ich mag die lila Farbe. Okay, go inside the building, geh ins Haus. Left click to open and close doors. Oh, sehr wunderschön. There's nobody here. Niemand ist hier. The chief should be here, though. Dabei sollte der Chef eigentlich hier sein. Hier, yeah. Die Tür geht doch auf. Okay, was haben wir hier? Können wir das aufheben? Ach, okay, ich schiebe erstmal den ganzen Tisch. Hallo? Hallo? Kann man das nicht auch... Ich wollte den Zettel. Wo ist jetzt? Er ist unten. Ach, egal, komm. Hier ist noch ein Zettel. Man kann das aber nicht. Der verschwindet einfach. Ich kann den Zettel. Ah! Ja, ich kann ihn hochheben. Ja, aber ich kann ihn dennoch nicht lesen, da steht gar nichts drauf. Naja, egal. Warte, vielleicht mit. Nein. Schade, ich dachte mit E oder so. Ja, hätte ich auch gedacht, egal. Go to the Chief's Office, wenn ich wüsste, wo das ist. Ich habe schon keine Lust dahin zu gehen, das ist dunkel. Ich gehe erstmal hier rein. Scheint auf jeden Fall alles leer zu sein. Noch. Bitte, gleich kommt irgendwas um die Ecke, was uns komplett umbringen wird. Ich drücke mal Rechtsklick, ich bin mit diesen Rechts-Links-Tisch gewöhnt. Ja, das war ich am Anfang auch nicht, als ich mit PC angefangen habe. So, hier ist anscheinend irgendwo etwas. Gott, ey. Hat irgendwas erinnert mich das. Hier steht etwas, das kann man lesen. No more Caillou during lunch, please. Kein Caillou mehr während der Pause. Okay. Was soll ich jetzt damit sagen wollen? Jetzt gehst du vor, ich hab Angst. Okay. Es sieht so geil aus mit der neuen mit dieser Animation, die hier gemacht haben. Er ist eher so Meeting Room. Mhm. Ah, hier, oh Gott. Hey, Chief. How are you, sir? Hey there, welcome back. Hey there. I'm good, thank you. How are you doing? I'm good. A little tired, but thank you for asking, sir. What's going on tonight? Why don't you have a seat first? There's a case that I need you to figure out tonight. Are you ready for the details? Yes, sir. I'm ready. Was machst du da? 1 hour ago, a vehicle crash happened just 15 minutes away. A man and a woman were found dead, with their heads split open. Ja, sitzen. And here's the twist. There were 3 people in the vehicle. Drei Leute im Auto. 2 of them dead in the back seat, and the driver missing. Zwei Tote im Hintersitz und einen der Fahrer wird vermisst. And had a single child. That's waren verheiratet und hatten ein really Kind. Bad. Yes, it is. I need you to find the person who was driving the vehicle. The best luck would be searching their home. Did you copy that? Yes, no. Sir. I'm tracking. Okay. By the way, detective? Yes, sir. Detective. If you find the child, tell them what happened. Of course.
Nö, warum sollte ich? Go to your car. Okay. Hier stand eben was. Also, wir sind Detektiv und wir haben die Aufgabe jetzt, einen vermissten Fahrer zu finden, der einen Unfall gebaut hat, wo dann zwei Tote hinten waren. Davon war auf jeden, das waren auf jeden Fall ein verheiratetes Paar und ein Kind. So viel wissen wir bis jetzt. Entered. Ach, wir sind schon da. Ach du Scheiße, was ist das denn? Nee, da gehe ich nicht rein. Okay, tschüss. Tschüss. Fahr mal wieder mit deinem Lambo nach Hause. Sieht aus wie eine Schule. E-Intake. Was noch? Wir müssen einen Schlüssel finden. Wo kann man denn hier einen Schlüssel finden? Der einfachste Weg wäre gewesen, so Mathe. Mathe? Also Fußmatte. Also meistens liegen da nur die Schlüssel. Ich renne einmal ums Haus rum, weil ich verrückt bin. Gott. Hier ist ein Fenster, da kann man aber nicht interagieren. Oh Gott, hast du mich erschrocken. Ich dachte, hier wäre ein Keller. Hier ist nix. Okay. Ist mal ein offenes Fenster oder so. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier irgendwie so ein Hintereingang oder so wäre, oder? Wir müssen einen Schlüssel finden. Wo finden wir denn den Schlüssel? Vielleicht hier drin oder so was? Hier ist eine Klingel. Ich hab geklingelt. Warte, ich hab glaube ich eine Idee. Hier ist so eine Kiste. Ist nur eine Garage. Das ist ja so ein Zaun. Ich überleg mal, ob wir da rüberklettern. Das wäre. Ach, diese scheiß Kiste. Oder wir schieben die einmal da hinten rum. Ah, auch gute Idee. Ja, geht einfacher. Ich glaube, es würden da zwei Leute laufen. Hilfe. So. Ich glaube, hier sollte reichen. Wenn das klappt, weiß ich, es klappt halt ehrlich. Mord. Hier ist noch eine Kiste. Ich kann bestimmt was anfangen, kann man sich hinsetzen, ich brauche eine Pause. Aber ist das deren Ernst? Das ist auch verschlossen mit dem Schwarzen. Wofür ist denn die zweite Kiste da? Muss ja für irgendwas sein. Ja, oben drauf ist auch nix. Vielleicht einfach nur, um wieder zurückzukommen oder so. Das kann gut sein. Bin ich doof, oder sieht die Matte ein bisschen luftiger aus, wenn hier irgendwas drunter ist? Ist aber nicht. Hab ich auch gedacht. Nein, oder? Oh Gott. Oh mein Gott. Also noch nie was Dümmeres gesehen. Und? Wir müssen nochmal in den Dings. Man kann die Kiste heben. Man kann auch den Fußboden wegschieben einfach. Warst du das da hinten gerade? Komm mal zurück. Warte, ich gehe gerade zum Haupteingang. Achso, ja, gehen wir hier vorne hin, dass wir in den Zaun kommen. Ja, die andere. Warte. Die andere hätten wir heben müssen. Aha. Okay, warte. Ich nehme die Kiste wieder mit. Hier, wir können auch hier rein. Welche Taste hast du dafür gedrückt? Einfach Maustaste, oder? Beide. Achso, okay, dann komm. Hier rein. Okay, Leute, wir befinden uns hier gerade im Tutorial und haben nicht herausgefunden, dass man die Sachen auf Seite schieben kann. Was ist das für ein riesen Schlüssel, Alter? Schlüssel befindet. Okay, wir kommen okay, ist in Ordnung gegangen. Kommen wir auf jeden Fall nur durch die Fronttür. Kein Problem, oh weil ein Level ist, aber egal. Interact. Ah. Oh Gott. Okay. Wir müssen auf die Zeit achten. Das Haus. Wir werden das komplett spielen, so lange dauert das Spiel gar nicht. Hocken, Sprint, Interagieren, Object, Lost. Eieiei. Wie kann man hocken? Ich hab jetzt. Scheiße. Ah, mit C. Warum hast du einen Noobskin bei mir? Du auch. Ja gut, Taschenlampe und so haben wir halt nicht.
Find clues to turn the power on. Wir müssen etwas finden, um den Strom wieder anzuschalten. Oh, jetzt ist vielleicht erstmal fett scheißen. Eric finally decided. Taschenruhe lesen. Eric finally decided to eat dinner with us. Ich hab ein Medikit gefunden. Ah, der hat einen Salat gegessen. Okay. Hier ist Blut hinter der Scheiß Tür. Scheiß Veganer, ne Spaß. Da ist jemand hinter der Tür. Wir sind abgeschlossen. Abgeschlossen, wer hätte gedacht. Das ist, glaube ich, das Schlafzimmer. Auch abgeschlossen. Hier sind zwischendurch so Geräusche, die mir absolut nicht gefallen. Wo bist du eigentlich? Das der ist das Küche, glaube ich. Weil wer weiß, dass hier ein Office ist. Leiter. Oh, Taschenlampe. Ich habe ein Feuerzeug gefunden. Er weiß, dass da welcher Raum dahinter ist, aber kann den Raum nicht aufschließen. Da kommen Schritte. Bist du die Treppe hoch oder bist du unten? Ich bin oben. Ah, oh, warte. Dann bist du das. Wenn du Licht siehst, das bin ich. Ja, okay. Ja, hier. Leider. Hier unten steht was. Eric, I've locked you. Ich habe deinen Raum geschlossen und den. Und dich eingesperrt oder sowas. Warte mal. Versteckst du etwas von uns? Wir waren für dich. Wir waren für dich da. Wir möchten, dass du weißt, dass wir stolz auf dich sind. Dein Vater, deine Mutter. Du hast auch dieses Klavier. Wir werden alles dafür tun, damit es euch besser geht. Wir haben wie so eine Mittagsglocke. Warum sind wir auf einmal Noobs? Hier ist ein Tresor mit Code. Ich bin da einen Code eingeben. Hier sind Bücher, die man komischerweise umkippen kann. Dass wir die komplette Einrichtung kaputt machen können. Was ist das? So, wo waren wir jetzt noch nicht? Wo bist du? Ja. Da. Lass mal runtergehen. Oben war ich schon. So, was haben wir hier? Oh, da ist Blut. Dicker Zettel. Klopapier. Eine Tasse. Wollen wir die kaputt machen? Hier ist ein Schlüssel. Wo? Oh. Im Wohnzimmer. So ein grauer. Moik. Guest Bedroom. Lass erstmal. Oh, was ist das hier? Geld. Den Dollar gefunden. Oh, was ist das hier im Fernseher oder was? Ist das Schlafzimmer, wo ist das? Eddie, mit dem kann man aber nichts machen. Nein. Was ist das für komische Geräusche, für Footsteps? So. Ist das Schlafzimmer? Die Tür war noch zu. Nein. Sogar der Dingsschrank verschlossen ist. Hier ist das Klavier von vorhin. Das ist hier nichts drin. Bin ich jetzt? Küche. Ah, ab. Bist du auch in der Küche? Warte, naja, komm mal die Treppe hoch. Warte kurz. Guck mal kurz, vielleicht. In der Tür hat sich was geregt. Hier ist irgendwas. In der Garage. Statue ist umgekippt. Okay. In der Kiste. In der Werkzeugkiste. Für andere Kisten. Man auf Seite schieben kann, denke ich. Weil hier ist ein Vent. Wenn die Kisten aber nicht auf Seite schieben, ach egal, machen wir später. Treppe hoch, sagst du? Ego. Hm? Treppe hoch, sagst du? Ja. Und ja, dann? Ich hab die Tür aufgeschlossen. Okay. Ja. Hier kein Code drauf, als ist mir das egal. Eric sagt gerade, dass wir aus seinem Haus rausgehen sollen oder wir sterben. Ich hab Spiele bekommen. Geh mal in den Schrank. Ich hab Spiele, ich weiß aber nicht was. Wird angezogen. Was ist denn da? Atmung.
hinter dir, hinter dir. Nein, danke. Ja, das Ding hat's da draußen geschafft. Ja, gut. Okay. Das war's hier. Natürlich wieder alles super. Wir crashen eigentlich so ziemlich jedes Spiel. Ich sag nur Rec Room. Mal gucken, ob der immer noch da steht. Ja, der steht da immer noch. Moik. Ich würde jetzt nicht raten, dich umzudrehen. Warum? Du es einfach nicht. Was ist das mit dem Mund raus? Ah, das ist doof. Bücher. Irgendwo muss eine Tür sein. Wo auf dem Boden ein Teppich ist. Nebenraum von der Küche. Ja, aber hier ist nur das Auto. Hier? Ah, hier, ich hab's. Ein scheiß Keller. Oh. Was ist? Ich hab die Tür aus der Sinn geschlossen. Das. Alter Schlacht. Wie kommt's? Wie kommt nicht? Ist festgepackt. Weil die muss hinter kann man hin. Wassergeräusche auch sehr interessant. Geld. $50. Medical. Dann. Hallo, ich das ist jetzt mies. Ich muss mit dem Mund raus. Alles gut. Dann mach du. Versuch hier. Okay, bis gleich. Ja. Ja. Du hast das auch. Was denn? Musik. Nö. Lies den Text hier unten, neben dem Blut. Da unten auf dem Boden. Jedenfalls bis gleich. Jo, oh, Leute. Ding ist mit dem Hund raus. Heißt, ich muss mich hier alleine gerade durchquälen. Hier ist irgendwo irgendwas. Übrigens, wenn ihr schon mal Vorschläge für ein neues Spiel habt, sagt es gerne in die Kommentare. Sind für alles offen. Da ich es nicht alleine spielen muss. Auch wieder nicht in 1 Milliarde Regale, ich weiß echt, oh Gott. Hier kann man rein. Auf Seite. Oh, hockt. Oh, wir brauchen die Kisten für hier. Mit. Hallo. Ich nehme mich mit. Und ich. Ah. Auch nö, oder? Brauchen wir dieses Teil. Das ist aber nicht mehr. Na, super. Was ist das? Was ist das? Wow.
Das vielleicht, weil ich zu lange stehe. Will man nicht hoffen. Muss mir kurz gucken, wie es weitergeht. Mit diesem hässlichen Vieh. Bin ich. Weiß ich, wo ich bin. Ich verliere die Orientierung dezent. Wenn ich sehen kann. Da. Die gammelt immer noch da. Du hast auch keine Hobbys da. Kann ich wissen, wie schwer das Spiel geworden wäre, wenn das Vieh auch funktionieren würde. Emily. Oh, bin zurück. Und? Hast du zufällig im Raum, wo der Tresor war, einen Schlüssel aufgehoben? Nee. Dann, weiß ich nämlich, bin ich weiter. Der einzige Schlüssel, den ich aufgehoben hatte, war das für diesen Gastzimmer. Weil hier ist wohl... Weil du bist noch im Keller. Bin oben, schon lange. Unten im Keller habe ich den Stromschalter gefunden. Dann brauchen wir aber diesen Clou. Das ist so ein komischer Stick, der aussieht wie Säure. Okay. Ich hatte das Gefühl, der ist im Tresor drin, aber im Raum, wo der Tresor ist, hat der Typ in dem Video einen Schlüssel gefunden, der zu einem Computerraum geführt hat. Und da war wohl irgendwas drin. Ich habe einen Schlüssel. Das muss ich erstmal wieder finden. Ich hab einen Schlüssel. Oh mein Gott. Ich hab einen Schlüssel. War kurz vor das Video gerade zu beenden. Schlüssel. 5 Office Key, perfekt. Was ist das Office? Hier ist das Office. Ach, bin draußen. So, komm mal hoch. Den Office-Ding ist aufgeschlossen. Steht der Typ immer noch da? Ja. Der gab es ja immer noch. Oh moik. Der Name ist über dir ist weg. Das ist der Office Room. Hier finden Magic. Wir. Piano. Das ist wichtig. Hier ist der Clou. Den brauchen wir für Strom. Nimm den mal. Oi. Und hier ist ein Code für Piano. Das ist wichtig. Das ist unwichtig. Nix. Wahrscheinlich müssen wir dann Tastenkombi oder so drücken. Haben wir hier noch irgendwas hinter den Kisten? Nein, hier unten. Yeah. Mach mal ein Foto davon. Ja, mach den. Okay, hab. Ja. Lass mal zum Piano gehen erstmal. Er war unten. Piano war unten? Ich mein ja. Hier. Hier kann man anscheinend nichts drücken. Vorhin habe ich irgendwo ein Piano gesehen, da konnte man was drücken, oder war das hier das Falsche? Ja, das war das. Ah, jetzt. Jetzt sehe ich was. Schau, das ist, wenn du da drauf guckst. Eins. Zwei. warte, eins, zwei. Drei. Eins. Entschuldige. Eins, zwei, drei. 4, 5, 1, 2, 3. Hast du was getan? Wir machen erstmal den Strom. Okay. Genau hier. Trocken. Ich habe schon die Kisten hingestellt und hier oben ist der Stromkasten. Linksklick. So. I can find a way to open the safe now. Dass der Bot gleich bei jedem Schritt, den wir machen, umprogrammiert wird, sodass er wieder funktioniert. Habe ich auch schon versucht, so. Das geht alles nicht. Bitte. Ich habe herausgefunden, dass es eine 4 war. Ich würde einen Mitternachtssnack gebrauchen. Wie soll ich das... Was passiert, wenn ich auf den Kühlschrank zugehe? Dachte er, das ist mein Charakter. 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 3, 4... 1, 2. Okay. Könnte ein Mitternachtssnack gebrauchen. Ah, hier ist eine Melone drin.
Wenn ich nur ein Messer hätte, ja, das besorgen wir dir. Irgendwo. Auch ein Messer. Warum gibt es dieses scheiß Piano? Wie viel wetten wir, dass in der Melone irgendein Schlüssel drin ist? Coca-Cola nehmen wir uns auch noch mit. Auf clean. So. Einmal kann ich Schokoladen öffnen. Ist Geld drin, erstmal auf clean. Ey, come on, das kann doch nicht sein. Müssen wir wohl woanders nach dem Messer gucken. Oh Gott, der Fernseher. Mhm. Kann ich mit dem PC interagieren? Aha. 8613. Aha. 8613, 8613. Schlüssel. Bedroom. Eric's Bedroom. Perfekt. Du bleibst, wo du bist. Hier war, glaube ich, mal ein Eric. Money! Hier ist irgendwas. Warte, hier steht was. Ich höre sie in meinem Kopf, die Stimmen. Ich kann sie nicht loswerden. Sie stecken fest. Die sagen furchtbare Dinge. Treating me and my parents. Was heißt das nochmal? Verraten? Wenn ich nicht tue, was sie sagen, was meinst du? Werde ich immer weg sein. Das, was auf dem Zettel steht. Beating my parents, meinst du? Hm. Ja. Achso. Ja, auf ihn herumtrampeln. Ich höre auf die Stimmen. Ja, ich muss mich selbst verändern. Komm, ich muss tun, was sie sagen. Komm. Oder. Das soll ich dir abstechen, ha? Soll ich dir abstechen? Oh, ja. Was für oh, ja. So. Schönst was ein Fetisch. Schlüssel haben wir auch noch, ne? Noch einen. Hm. Noch einen? Wofür? Stückmelone. Das habe ich nicht gerade ernsthaft gegessen, oder? Hm. Wofür war das jetzt gut? Ah, oh, ich habe auch ein Stück Melone. War anscheinend wirklich nur für den scheiß Snack. Aber vielleicht geht das Monster damit weg, weil wir halluzinieren. Unlock all the doors in church. Ja, einen Schlüssel habe ich noch. Ne, doch. Der Kleiderschrankschlüssel. Aber wahrscheinlich bei Eric. Nicht Eric, hier. Wo diese Horrorpuppe steht. Da. Moin. Ne. Kann man ja auch nicht interagieren. Hier war irgendein Kleiderschrank, wo man interagieren konnte, aber der war abgeschlossen. Welcher? Vielleicht ist das ja auch ein Raum, weiß ich nicht. Ja, das war das Auto. Oben ist es auf jeden Fall nicht. Ja. Oben. Da, wo die Falltür ist. Was? Archiv. Ich wollte den Schlüssel nehmen. Archiv? Was? Eigentlich wollte ich den Schlüssel nehmen, egal. Achso, ja, nächstes Mal. Archiv. Oben. Ja. Oben ist die letzte Zug, die reinfällt. Hier hinten die nehmen. Perfekt. Hier ist nix. Stange. Oh. Willkommen Handy. die Planks. Wo waren die Planken? Mal kurz. Okay. Was steht hier? Banks, die waren unten. Ach, hier. Da.
Das war laut. Die Brechstange ist sogar kaputt. Gott. Ich glaube, wir müssen die Kiste nehmen. Ja. Ach da. Aha. Wieder Piano-Zeug. Ja, nur eins. Mach mal ein Foto. Oh, Geräusche. Ja, nur eins im Piano 2. Oh, der ist ganz schön lang. Ich hab Angst, dass jetzt ein Jumpscare kommt. Immer lauter. Wird ein bisschen röter, hab ich das Gefühl. Die Geräusche rechts. Und es geht auch nach rechts. Jetzt ist der Punkt, wo ich keinen Bock mehr hab. Ah, Herzinfarkt. Medkit. Muss ich mein Leben, da muss ich mein Leben. Brauchst du Medkit? Wir sehen schon mal mein Leben. Okay. Ich hab eins. Und sagen, weil ich kann komischerweise keins mehr abdrücken. Ich wusste, dass der Typ. Weil ist ja noch viel länger hier, der Flur. Oh, wir sind im Labyrinth, ne, oder? Müssen wir auf jeden Fall beisammen bleiben. Okay. Haben wir schon getrennt. Okay. Okay, hier sind wir falsch. Ah, wir haben's. Echt? Oh, ja. Wir sind endgültig tot. Scheint so. Ja. Okay, warte, ich guck noch hier. Ich würde dir nicht raten, runterzufallen. Help me, make it stop. Alles von Eric, der arme Eric. Hier die Benzinkanister. Wir brauchen das im offenen Friedhof, Backyard. Put pour the cherry onto the heavy crates. Leute, ich glaube, wir beenden das Video jetzt hier, weil die Aufnahme geht schon eine Stunde. Wenn euch das gefallen hat und wir eventuell es nochmal versuchen sollen auf die Schnelle, lasst uns auf jeden Fall wissen. Schreibt auf jeden Fall mehrere Vorschläge in die Kommentare, damit wir immer mehr euch unterhalten können, dies, das. Django ist bestimmt auch wieder mit dabei. Was sagst du dazu? Ja. Mädchen ist heute mal wieder nicht gekommen, wie ich im Infovideo erwähnt habe, weil er wie immer irgendwas für irgendein Problem habe. Ich habe ihn vorhin schon 30 Mal anrufen müssen und so, also beschwert euch bei ihm. Ich kann euch gerne sein Insta geben, dann könnt ihr ihn zuspammen, was für eine Art, nein, Spaß. Nicht zuspammen, macht man nicht. Da würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Leute, haut rein. Ciao.